Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Serge Gnabry Spielerkarriere. Wir beginnen direkt mal mit einer Topspielpartie in der UEFA Champions League Liga Phase. Es heißt Bayern München gegen Paris Saint-Germain und wir wollen natürlich abliefern. Beim letzten Mal hat das gut geklappt mit unserem Spieler Serge Gnabry, aber die Bayern waren insgesamt nicht so zufriedenstellend mit den ganzen Leistungen insgesamt, denn viel ist passiert, im DFB-Pokal sind wir rausgeflogen und deswegen jetzt die 90 Minuten hoffentlich auf dem Feld und dann gehen wir rein und wollen hier natürlich abliefern, währenddessen das Spiel hier schon läuft. Serge Gnabry am Ball, sieht Harry Kane, schöne Ballstaffette, Jamal sieht jetzt hier uns und jetzt laufen wir auch schon und Serge Gnabry scheitert an Donnarumma. Harry Kane am Ball, sieht Jamal, Jamal sieht uns, jetzt sind wir hier am Ball. Ja, immer noch wir. Und jetzt sind wir immer noch am Ball. Serge Gnabry jetzt auch mal aus der Distanz. Serge Gnabry dribbelt und dribbelt und ja, läuft auch und zieht jetzt einfach mal drauf. Donnarumma mit der Parade und dann kommt der Eigentor. Oder das Eigentor in der 43. Spielminute. Und dadurch erzielt der FC Bayern München diesen Treffer. Jamal ist am Ball. Sieht jetzt hier uns richtig stark dabei. Mendes mit dem Fehler. Lucas Hernandez kommt hier nicht dran. Und Gnabry macht den Treffer an beiden Toren war er beteiligt, wobei er beim Eigentor natürlich statistisch gesehen nichts dazu bekommt. Nichtsdestotrotz führen wir jetzt dank Serge Gnabry mit 2:0. Serge Gnabry über den Flügel, da kommt er vorbei, immer noch Serge Gnabry, sieht jetzt hier Harry Kane, der es versucht. Dembélé am Ball, kombiniert sich durch, zieht ab und trifft dann auch. Der Anschlusstreffer in der 68. Minute, er erfolgt. Jetzt kommt Ramos, der sieht Colomani und der dribbelt nicht, sondern Bakula, der jetzt auch noch trifft. Was macht die Bayern-Abwehr? Sie lassen Tore zu. Und das sieht man jetzt auch hier. Sascha Boyer über den Flügel. Immer noch Boyer. Boyer mit dem Pass auf Kane. Kane auf Goretzka. Goretzka auf Jamal. Der sieht jetzt hier uns. Wir ziehen ab und Donnarumma hält ihn. Das Spiel ist aus und ich bin wirklich enttäuscht. Vom FC Bayern München, da muss mehr kommen. Vor allem, wenn wir schon mit 2:0 vorne liegen, können wir das nicht einfach herschenken. Aber trotzdem eine gute Leistung von Serge Gnabry. Und dann geht's weiter mit der nächsten Topspielpartie. Im Signal Iduna Park treffen wir jetzt auf den BVB. Und damit machen wir jetzt den Beginn mit diesem Anstoß. Und ja, damit gehen wir rein in die Highlights in dieser Partie. Wir liegen auch schon direkt vorne mit 1:0, 8. Spielminute. Und jetzt müssen wir verteidigen gegen Sergio Gerassi. Da machen wir direkt mal Druck zusammen auf Daniel Malen. Und Malen, ja, wird jetzt hier prächtig gestört. Der Ball wurde aber leider nicht erobert. Immer noch ist der BVB im Angriff. Und jetzt haben wir auch den Ball, die Kontermöglichkeit ebenfalls. Und Palinha sieht uns jetzt und wir bekommen ihn, sehen jetzt hier Harry Kane. Kane sieht uns und jetzt sind wir im Laufduell gegen Rafael Guerrero, der hier ja Probleme bei uns hat. Jetzt der Rückpass auf Kimmich. Kimmich dribbelt, Kimmich verliert ihn und damit ist diese Szene direkt vorbei. Wir machen weiter in der 25. Spielminute mit einer Kontermöglichkeit, denn Harry Kane ist in der Mitte. Die Flanke, die bekommt er, aber ja, es war auch oder wäre auch abseits gewesen. Jetzt die 50. Spielminute. Eine Gelegenheit zur Flanke, fast schon eine Gelegenheit zum Torabschluss und das nutzt der Gnabry, aber Kobel kann ihn dann auch leider parieren. Jetzt gibt es auch einen Freistoß in der 59. Spielminute, in den ja, den müssen wir schon fast reinbringen. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Die Flanke, die erfolgt genau jetzt und die ist auch gar nicht mal so schlecht. Aber gut ankommt, tut sie ja leider trotzdem nicht. Damit machen wir weiter, wieder mit einem Freistoß. Diesmal liegen wir auch wieder zurück. Es ist so verhext mit der Abwehr, doch in dieser Partie. Wir vergeben schon wieder eine Führung her. Die Flanke, die kommt jetzt ziemlich weit und viel zu ungenau leider. Jetzt kommt Pascal Groß, der entschärft nochmal und dann kommt Goretzka, der findet uns. Wir sehen jetzt hier unseren Partner Leroy Sané, der hier diesen Ball hat. Sané mit den Heber rein, aber da kommen wir ja leider nicht dran. Damit ist diese Chance immer noch nicht vorbei, denn jetzt kommt Jamal ins Spiel und der macht einen mega Fehlpass, also schlechter hätte es fast schon nicht werden können. Jetzt liegen wir auch schon mit 3:1 zurück. Die Abwehr ist katastrophal.
ja, aktuell in Verfassung und das können wir auch dann nicht mehr ausbügeln. Serge Gnabry jetzt mit der Hereingabe auf Kane, der mal wieder nicht drankommt. Und damit ist auch diese Szene vorbei und auch zum Glück dieses Spiel, weil das war Katastrophe. Und dann bin ich ehrlich, war ich schon ewig nicht mehr in den Shop drin und das sieht man ehrlicherweise auch, weil wir richtig viel kaufen können. Wir beginnen mit dem Kauf eines Ackers, dann holen wir ein kleines Apartment. Ja, und dann können wir auch schon mal nicht mehr spenden, was auch ehrlicherweise sogar das letzte hier ist. 500.000 brauchen wir da, dann würde ich ehrlicherweise dann mal ganz kurz warten. Dann gibt es hier hinten noch die Investitionen, da würde ich auch noch etwas warten, denn gleich wollen wir investieren. Jetzt gehen wir aber rein in die Partie gegen Heidenheim, die tatsächlich sogar Achter sind und damit als kleiner, ja, als kleines Topspiel gesehen wird. Deswegen gehen wir hier rein in die Highlights. Und dann sind wir jetzt auch drin. 16. Spielminute, erster Angriff bei einem Spielstand von 0:0 über Serge Gnabry, der jetzt hier in der Mitte Harry Kane findet, der sich, ich weiß nicht, zuerst vorbeidribbelt und dann so einen katastrophalen Pass spielt. Ja, und dann gibt es einen Eckball, in der 22. Spielminute nach diesem, ja, wirklich sehr misslungenen Pass. Jetzt Gnabry mit der Hereingabe, sehr gut eigentlich, aber Harry Kane kommt da nicht gut zum Kopfball. Damit ist diese Szene vorbei und wir springen rein in die nächste, was wieder ein Eckball ist, in der 31. Spielminute weiterhin der Spielstand von 0:0. Wieder Serge Gnabry und wieder in die Richtung von Harry Kane zumindest. Mingi jetzt aber mal mit den Schuss, der vorbeigeht per Volley. Jetzt auch der Spielstand von 1:0. Und jetzt gibt es auch einen Freistoß für Heidenheim tatsächlich über Niklas Dorsch, der hier bereit steht, ihn jetzt auch reinbringt. Wir kommen nicht mal ansatzweise dran, helfen aber beim Entschärfen und damit ist diese Szene auch jetzt vorbei. Jetzt gibt es einen Alleingang für den FC Bayern München, was meiner Meinung nach gar keinen Sinn macht, denn da sollte definitiv eigentlich der Gegner drankommen. Der läuft einfach mal weiter. Damit ist diese Szene jetzt am Brennen. Denn Serge Gnabry schickt jetzt hier Harry Kane, der eher weniger läuft, dann abzieht und dann auch scheitert. Leider, muss man ehrlicherweise sagen. Damit ist diese Szene dann auch, ja, vom Tisch. Und jetzt gibt es dann noch eine Kontermöglichkeit über Serge Gnabry. 76. Spielminute. Harry Kane, der sprintet schon. Der kommt jetzt auch hier den Ball, zieht nochmal zurück, sieht uns und ja, wir dribbeln uns an zwei Leuten vorbei. Gehen wieder auf unseren gewohnten Flügel zurück. Serge Gnabry hat ihn, dribbelt nochmal zurück. Immer noch Gnabry und verliert ihn dann auch. Damit ist diese Szene vorbei, aber noch nicht das Spiel, denn jetzt gibt es wieder eine Kontermöglichkeit. Und Harry Kane ist da richtig frei und bekommt, ja, leider nicht den Pass von uns, beziehungsweise die Flanke, aber danach ist die Partie vorbei und wir gewinnen. Aber so langsam, bin ich ehrlich, müssen wir auch wieder in Form kommen als Serge Gnabry, denn der hat schon länger nicht mehr getroffen. Es läuft einfach nicht beim FC Bayern München, so auch in der nächsten Champions League Partie nicht, denn wir verlieren sogar gegen Schachter Donetsk. Harry Kane trifft, als auch Jamal Musiala, aber diese beiden Tore reichen nicht aus. Aber dafür gewinnen wir das Spiel gegen Mainz 05 und mal wieder treffen wir nicht, was meiner Meinung nach zu schlecht ist. Palinha und Dyer regeln das aber für den FC Bayern und dann gewinnen wir auch. Nach den ganzen Simulieren sind wir jetzt auch wieder zurück bei den vollen 90 Spielminuten. Wir spielen das Spiel gegen RB Leipzig, ein echtes Top-Spiel. Und da wollen wir natürlich wieder in Form kommen, richtig gut abliefern. Wir dürfen auch von Anfang an beginnen und wollen hier richtig, richtig durchstarten. Damit gehen wir rein. Ja, und wünschen Gnabry und den FC Bayern viel Glück. Kimmich am Ball, Kimmich sieht jetzt hier uns, schöner Ball auf uns und wir haben ihn weiterhin, Gnabry. Goretzka am Ball, Leon Goretzka zieht nochmal zurück, sieht Palinha, Palinha sieht jetzt hier uns und wir kommen tatsächlich vorbei, Serge Gnabry läuft, Gnabry trifft, 63. Spielminute und wir machen bisher zumindest den entscheidenden Treffer. Und zusätzlich gibt es auch noch die rote Karte, obwohl das ehrlicherweise nicht so viel Sinn macht, wegen den Einsteigen, wo wir gerade das Tor gemacht haben an David Raum. Das heißt, unsere Seite ist jetzt erstmal frei, denn David Raum hat rot. Leipzig versucht es über Luis Openda. Eric Dyer ist da, macht Druck, schafft es nicht, den Ball zu erobern. Simmons scheitert an unserem Kapitän. 90 Spielminuten sind vorbei und wir machen das entscheidende Tor. Damit steht es am Ende 1:0 in diesem Topspiel.
Ja, die rote Karte, muss man ehrlich sein, war definitiv unangebracht. Aber trotzdem, gehen wir dann die hier, darüber machen wir uns keine Gedanken und damit holen wir uns 3 Punkte. Nicht nur wir sind gut drauf, sondern auch der FC Bayern München höchstpersönlich. Ihr seht selber, die haben selber unter unseren, beziehungsweise unter den anderen Post runtergeschrieben. Heute gibt es gute Nachrichten. Weiter so. Und ich muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr nice, wie wir aktuell spielen. Und jetzt sollte dann auch die Wintertransferphase starten, wo ich ehrlicherweise auch ziemlich, ja, gespannt drauf bin. Bedeutet, wir schauen mal zwischenfazitmäßig auf alle Sachen. In der Bundesliga sind wir aktuell auf Platz 3, sind ein bisschen abgerutscht, wobei wir punktgleich mit Dortmund sind und immer noch 1 Punkt hinter dem VfB Stuttgart. 3 Punkte hinter uns kommt dann Leverkusen, gefolgt von Frankfurt, Hoffenheim, Gladbach, Union, Leipzig, Wolfsburg, Heidenheim, Mainz, Augsburg, Freiburg, Bochum, Werder, Holstein, Kiel und zu guter Letzt St. Pauli mit deutlichen Abstand. Den DFB-Pokal, da sind wir ja schon leider rausgeflogen. Das sind aktuell die Partien hier. Ja, sehr bitter auf jeden Fall in dieser Hinsicht. In UEFA Champions League sieht es ja auch nicht äußerst besonders gut aus für uns, denn wir sind 20. Ich glaube, wenn wir unter den Top 25 sind, sind wir qualifiziert für die Playoffs. Also weiterhin sehr, sehr gut anstrengend, denn da ist noch rein gar nichts zu Ende. Und jetzt haben wir einen weiteren Playstyle freigeschaltet, also haben wir jetzt die ganze Technik, Trivela, als auch weiter Pass, Ruhen dabei und Akrobat. Aber nicht nur das ist jetzt fertig, sondern auch die Spende an Krankenhäuser. Damit sollten wir jetzt alles hier bisher abgeschlossen haben. Mal schauen, ob nochmal neue Sachen kommen. Ihr seht es selber, komplett alles abgeschlossen. Damit würde ich jetzt auch sagen, ja, dass wir wieder mal investieren werden in neue Sachen, wie zum Beispiel in die Sportakademie. 250.000 sind hier, als auch nochmal in die Kleidungsmarke. Somit haben wir noch 42.000 und gehen jetzt rein in das Spiel gegen Gladbach. Und das Ganze natürlich in den Highlights, aber jetzt erstmal der Anstoß von Mengier auf Kane und dann beginnt dieses, ja, muss man schon fast sagen, Rivalenduell gegen Borussia Mönchengladbach. Jetzt gibt es auf jeden Fall erstmal die Kontermöglichkeit. Harry Kane sprintet, bekommt auch die Flanke von uns, der köpft direkt wieder zu uns zurück. Sehr knapp hier auf Kane, sehr schöner Ball. Kane auf uns, schönes Kombinationsspiel der beiden und Gnabry trifft. Erste Szene, erster Treffer von Serge Gnabry. Richtig schön kombiniert mit den Engländer Harry Kane. Und jetzt gibt es ähnlich nochmal fast dieselbe Situation. 6. Spielminute wieder Serge Gnabry. Doch diesmal macht er ihn flach auf Harry Kane. Kane dribbelt sich vorbei. Sehr stark von ihm. Jetzt Jamal. Jamal sieht uns. Ja, und wir verlieren sogar leider das Sprint-Duell. Und jetzt müssen wir verteidigen. 10. Spielminute. Alles sehr, sehr eng. Gewalt gegen Kleindienst, der kommt sogar vorbei an uns, der ja in Deutschland zumindest für Euphorie gesorgt hat, nachdem wir ja das letzte Mal leider nicht abliefern konnten. Jetzt haben wir den Ball erobert, damit ist diese Szene auch vorbei und jetzt sind wir in der 15. Spielminute, also alles ziemlich, ziemlich eng beieinander. Harry Kane bekommt jetzt hier den Ball, richtig gut gespielt von Serge Gnabry, der jetzt hier natürlich mitsprintet und jetzt auch den Ball bekommt. Serge Gnabry versucht es aus der Distanz, leider ohne Erfolg, zumindest in dieser Szene. Und weiter geht's mit einem Eckball, 28. Spielminute und wir dürfen diesen reinbringen und den versuchen wir zumindest auf Harry Kane reinzubringen. Die Flanke kommt rein, zu weit für alle gefühlt und damit sollte die Szene gleich vorbei sein. So ist es auch, der Ball wurde weggenommen und dann sind wir bei einem Angriff in der 50. Spielminute. Duranville ist mittlerweile auf dem Platz, das sollte uns aber nicht interessieren, denn wir bringen erstmal den Angriff nach vorne über Serge Gnabry, der jetzt hier diesen Ball hat. Immer noch Gnabry, sieht jetzt hier Jamal Musiala, der nochmal aufliegt für uns, wir ziehen ab, aber der Torhüter ist leider davon überhaupt nicht überrascht und dann ist die Partie vorbei. Ja, und die Verteidiger sind schon wieder schlecht drauf, denn wir verlieren die Partie. Und dann kommt Hoffenheim und hier gewinnen wir dann sehr knapp mit 2:1 dank Harry Kane und Joao Palhinha. Und ihr glaubt nicht, wen den FC Bayern München verpflichtet hat. Wir haben tatsächlich Cucurella verpflichtet, damit habe ich persönlich überhaupt nicht gerechnet. Man hat kurzzeitig auch kurz bei den Neuigkeiten gesehen, dass der Linksverteidiger auch geholt wird.
Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Und dann gehen wir auch rein in die nächste Partie gegen die Wölfe. Und hier spielen wir tatsächlich unentschieden Sunny Drift als auch Harry Kane. Dann geht's rein in die letzte Partie der heutigen Folge gegen Feyenoord Rotterdam. Natürlich möchten wir in der Champions League weiterhin abliefern. Cucurella werden wir auch das erste Mal sehen im Bayern-Trikot. Also ich bin sehr gespannt und natürlich wollen wir hier gut abliefern. Damit sind wir drin, 14. Spielminute, erste Szene über Serge Gnabry. In der Mitte sind einige Spieler, Harry Kane bekommt den Ball, leider nicht ganz. Und damit ist diese Szene auch vorbei. Jetzt gibt es eine Gelegenheit zur Flanke über Harry Kane, der mal außen ist und wir sind tatsächlich in der Mitte. Die Flanke kommt nicht von Harry Kane. Der sieht jetzt im Gegensatz zu anderen Kimmich, der sich hier unfassbar schlecht durchschlägt. Dann gibt es einen Eckball, 28. Spielminute über uns. Und natürlich möchten wir den richtig gut reinbringen. Die Reingabe, die kommt jetzt rein. Der Kopfball, ja, kommt leider nicht. Jamal findet jetzt nochmal uns. Wir rennen durch und Serge Gnabry zieht ab und trifft tatsächlich mit dem Ausdrucksschuss in der 28. Spielminute. Er ist zurück in Topform. Das ist wichtig. Der Trainer freut sich auf jeden Fall auch schon. Und ja, es ist auch ein sehr wichtiger Treffer, denn das könnte schon das Weiterkommen bedeuten in den Playoffs mit diesem Sieg. Deswegen müssen wir weiterhin alles geben. 5 Tore aus 7 Partien sehen wir oben, also sehr stark für einen Flügelspieler. Wir bekommen den Ball und damit ist die Szene auch direkt vorbei. Ja, 2:0, jetzt der Spielstand, 59. Spielminute, Kontermöglichkeit, jetzt für uns, der Gnabry bekommt ihn, sieht eigentlich Harry Kane, der läuft aber nicht, komischerweise. Ja, und damit ist die Szene direkt vorbei, denn es war ein Fehlpass. Und jetzt sind wir in Unterzahl, 60. Spielminute, natürlich nicht optimale Voraussetzungen. Aber jetzt erstmal die Kontersituation für uns. Der Gnabry läuft an den Gegner vorbei. Immer noch Gnabry lässt die Zeit, zieht ab und macht den zweiten Treffer für sich. Und insgesamt den dritten Treffer für den FC Bayern München. Punkt, genau, so auch der Jubel. Dann geht's weiter, 62. Spielminute, also 2 Minuten später der Freistoß. Jetzt für uns und wir haben eine 9,8 Bewertung, also richtig stark. Die Flanke, die kommt rein und auch die war gar nicht mal so schlecht. Jetzt ist Goretzka am Ball, sieht Leroy Sané und Sané scheitert dann leider am Torhüter. Danach ist die Partie vorbei, wir haben wieder sensationelle Leistungen gebracht. Und damit sind wir äußerst zufrieden. Wie gesagt, das war die letzte Partie. Damit jetzt nochmal einen ganz kurzen Blick auf die Tabelle. Wir sind Zweiter hochgerutscht, vorbeigerutscht an Stuttgart. Jetzt auch noch 3 Punkte Vorsprung auf Stuttgart. Aber jetzt auch 3 Punkte hinter dem BVB. Was natürlich logisch ist nach der Pleite gegen den BVB. Und in der UEFA Champions League sieht es wieder besser aus. Wir sind auch hochgerutscht auf Platz 12. Somit haben wir noch die Möglichkeit, vielleicht sogar noch unter den Top 8 zu kommen. Mal schauen, ob das noch funktioniert. Ein Spiel gibt es auf jeden Fall noch in der UEFA Champions League, wenn ich mich nicht vertue. Und die Spielerstatistiken sehen auch hervorragend aus. Der Gnabry führt immer noch die Top-Torschützenliste an, diesmal aber zusammen mit Florian Wirtz. 18 Partien haben beide, 13 Tore haben auch beide. Auf Platz 3 kommt dann Harry Kane. Die Top-Tor-Vorlagen, da sind wir wahrscheinlich immer noch nicht dabei. Harry Kane immer noch auf Platz 3. Ja, doch, wir sind dabei. Auf Platz 12 mit 3 Vorlagen. Ist meiner Meinung nach in Ordnung. Die Top-Torjäger sollten wir hier nicht dabei sein im DFB-Pokal, aber vielleicht in der Champions League, so ist es auch. Wir sind mit Harry Kane auf Platz 1 und 2, 7 Einsätze haben beide, 6 Tore haben beide. Dasselbe gilt auch für Skamaka, Gerasti, Lang und Co., die dahinter alle noch kommen. Aber immerhin, wir sind genauso so stark wie Harry Kane, ein Stürmer. Das ist gar nicht mal so schlecht. Musiala ist auf Platz 1 bei den Top-Vorlagen. Wir haben uns hocharbeitet auf Platz 6 mit 3 Vorlagen. Also wir, ja, sind eigentlich richtig, richtig stark. Beim nächsten Mal haben wir dann das erste Duell gegen Freiburg, gefolgt von der Partie gegen Unirea. Dann kommt Holstein Kiel, Werder Bremen und Leverkusen. Danach müssen wir mal schauen, was so noch kommt, weil die Playoffs sollten hier auch irgendwo stattfinden. Also seid gespannt auf die nächste Folge. Ich hoffe, euch hat diese gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.